Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachdem gestern Nachmittag auf der Rax eine Lawine abgegangen ist, konnte die groß angelegte Suchaktion noch am späten Abend eingestellt werden. Ein Tourist hatte Spuren im Schnee entdeckt und Alarm geschlagen. 3 Stunden wurde daraufhin nach möglicherweise Verschütteten gesucht. Schließlich konnte zum Glück Entwarnung gegeben werden. Einmal mehr zeigt sich aber, dass die Lawinengefahr nicht unterschätzt werden sollte. Für die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich sind die tausenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei den Rettungsorganisationen unverzichtbar. Das wurde auch heute bei der Präsentation der Leistungsbilanz des Roten Kreuzes betont. Beim Roten Kreuz Niederösterreich ist vergangenes Jahr die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen Rekordwert von 18.093 gestiegen. Die Zahl der Zivildiener ist gesunken auf 821 und 232 junge Menschen haben beim Roten Kreuz ein freiwilliges Sozialjahr geleistet. Ganz anderes Thema jetzt. Schaut es in Ihrem Kleiderschrank manchmal so aus und wissen Sie nicht, wie Sie dauerhaft Ordnung in das Chaos bringen können? Dann haben wir jetzt einen guten Tipp für Sie. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die gemeinsam mit Ihnen in Ihrem Haushalt ausmisten können, sogenannte Ordnungscoaches, wie Regina Halbauer. Das größte Dachstuhl eines Wohnhauses ist in Flammen gestanden. Der Winter, der bleibt uns zwar noch eine Zeit lang gehalten, doch viele spüren schon langsam wieder den Wunsch, sich mehr zu bewegen. Doch wie fängt man an, wieder am besten, wenn man länger nichts mehr gemacht hat? Das hat sich auch unser Kollege Robert Morawetz gefragt und sich Rat bei Niederösterreich heute Fitnessexperten Philipp Körper geholt. Und wenn das jetzt zu schnell gegangen ist, der findet die Übungen von Philipp Körper ganz genau erklärt bei uns im Internet unter noe.orf.at. Sehr ernst haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aufi- und Ovi-Rennen am Muckenkogel in Lilienfeld am Wochenende genommen. Musste man wohl auch, denn die Bedingungen waren diesmal alles andere als optimal. Die Tourengeher mussten sich durch einen Schneesturm mit eisigen Temperaturen kämpfen. Robert Salzer hat das Rennen für uns beobachtet. Und damit wünsche ich Ihnen heute im Namen des gesamten Teams noch einen angenehmen und gemütlichen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen.